Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 119. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 12, 14, 31, 71 und 74. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung stärkt Hessen als Verkehrsdrehscheibe und legt den Grundstein für die Mobilität des 21. Jahrhunderts, Drucksache 19/5442. Ich sehe, dass die Dringlichkeit bejaht wird. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 75 und wird zusammen mit Tagesordnungspunkt 55 zu diesem Thema aufgerufen. Ich sehe keinen Widerspruch. Zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 19 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 55, und damit wird der neue Tagesordnungspunkt 75 aufgerufen. Dann folgt Tagesordnungspunkt 57. Nach der Mittagspause starten wir mit Tagesordnungspunkt 59. Entschuldigt fehlt heute Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ab ca. 13 Uhr und der Abg. Ernst Ewald Roth wegen Erkrankung. Kolleginnen und Kollegen, und der Kollege Schaus ist ebenfalls noch erkrankt. Ich möchte Sie hinweisen auf die Eröffnung der Ausstellung Schicksale der Opfer des § 175 in Hessen zwischen 45 und 85, eine Ausstellung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in Zusammenarbeit mit dem Schwulenmuseum Berlin, heute um 13 Uhr in der Ausstellungshalle, und möchte Sie herzlich dazu einladen. Heute Abend wird auf Einladung von Landtagspräsident Kartmann der Dokumentarfilm Der Auftrag Luther und die Johanniter, der sich mit der Reformation und der Geschichte des Johanniterordens beschäftigt, im Anschluss an die Plenarsitzung ca. 19 Uhr im Medienraum gezeigt. Der bekannte Dokumentarfilmer Volker Schmidt-Sondermann hat diesen auch hessische Geschichte tangierenden Film gedreht. Im Anschluss daran findet in der Eingangshalle ein Imbiss statt.